Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich konnte in letzter Zeit unter meinen Videos eine bestimmte Frage immer wieder lesen. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem kurzen Video mit der Frage, wessen Kopf hält Scar hier in dieser Szene in der Hand? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Wir sehen im Film, wie Scar Mufasa tötet und Simba vertreibt und schließlich die Herrschaft im geweihten Land übernimmt. Das Ganze läuft allerdings nicht unbedingt so gut und das geweihte Land sieht dann so aus. Schließlich sehen wir dann eine Szene, in der Scar auf einem Stein im Königsfelsen liegt und Zazu in Rippen eingesperrt ist und ihn unterhalten soll. Und dabei hält Scar einen Schädel in seinen Pfoten. Aber um wessen Schädel handelt es sich hier eigentlich? Und hier gibt es die Theorie, dass es sich hier um Mufasas Schädel handelt. Allerdings muss ich euch jetzt schon enttäuschen und euch sagen, dass dem nicht so ist. Mein allererster Gedanke, als ich diese Theorie gelesen habe, war mal, das ist doch komplett weird. Ich meine, es ist schon geisteskrank genug, seinen eigenen Bruder zu töten, um an den Thron zu kommen, aber dann noch seinen Kopf als Trophäe zu behalten, das ist doch einfach nur komplett geisteskrank. Dementsprechend war ich dieser Theorie von Anfang an eher skeptisch eingestellt. Und dank ein paar zusätzlichen Hintergrundinformationen, an der Stelle danke an Kaju und Salia, kann ich euch sagen, dass es sich hierbei nicht um einen Löwenschädel handelt. Das bedeutet, dass es sich hierbei nicht um Mufasa handeln kann. Die Vorderzähne und die Länge des Schädels im Allgemeinen sind hier viel zu lange, als dass es ein Löwenschädel sein kann. Wir wissen jetzt also, dass es sich hier nicht um einen Löwen handelt. Aber was für ein Tier ist es dann? Laut der Amino-Userin Seila, by the way, folgt dem König der Löwen Amino, ist ziemlich nice dort, handelt es sich hier höchstwahrscheinlich um einen Pavian- oder Baboonschädel. Und wenn man sich auch hier Bilder ansieht, sieht man, dass das schon wieder eher hinkommen würde. Ich hoffe, dass sich damit das Rätsel um diesen Kopf endlich gelöst hat. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch geglaubt, dass es ein Löwenschädel oder sogar Mufasas Kopf sein könnte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses ziemlich kurze Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!